Vize-Champion, dreijährig bei Bundeschampionat, siegreich im Zuchtrennen von Hauptprämiensieger in Oldenburg natürlich. Und im vergangenen Jahr qualifiziert zum Bundeschampionat mit der 8, aus allerbesten Unterstand, Staatsprämienstufen, 4 Generationen, in Bezug auf Ramses, den Großartigen. Leistungssieger in die Green. Das stimmt alles. Ja, meine Damen und Herren, mit diesem Hengst am Turnerbergmann und ich natürlich ja, extrem Glück gehabt, wie man das nun nennen will. Er ist in aller Munde, er hat schon als junges Pferd unwahrscheinlich viel erreicht. Seine Fohlen wurden wirklich auf allen Auktionsplätzen zu Spitzenpreisen verkauft. Oh, einmal schön lang gelassen, ein bisschen Ruhe einkehrt. Vor allem, was wir eben bei den Nachkommen schon erwähnt haben, bei diesen beiden tollen Hengsten aus den Niro-Müttern. Das ist einfach eine fantastische Kombination. Und dieses F-Blut ist ja Gott sei Dank, muss man sagen, das beste, der renommierteste Blut in Westfalen. Aber bei uns ja in Niedersachsen noch nicht so sehr stark verbreitet. Und es ist ja auch unsere Aufgabe als Hengsthalter eben immer wieder was Besonderes zu finden, andere Blutströme. Denn wir können ja nicht immer nur D mal W und R. Und wir brauchen ja halt einfach immer was Neues. Und da wird dieser Hengst sicherlich auch in der hannoverschen Geschichte einen Meilenstein legen. Begeistert immer wieder durch seine Elastizität, dieser Hengst. Der den Abschluss bildet. Einer, wie ich finde,